Ich mache jetzt eine Cracklingkette. Ihr braucht halt zwei Pappstücke, ungefähr gleiche Größe, Seitenschneider, doppelseitiges Klebeband und halt Cracklingkugeln. Und natürlich noch eine Schere. Und im Idealfall auch noch Fingernägel. Oder halt was als Ersatz dafür. Und übrigens, falls ihr so eine Pappe zurzeit nicht da haben solltet, es geht auch natürlich auch ohne die Pappe. Wollte ich noch erwähnt haben. Dann habt ihr im Idealfall eine große Dose, wo ihr das einfach nur drauf machen braucht. So habe ich natürlich noch mal einen kleinen Nachteil. Ich darf es eins mit meiner Hand drauf streuen. Die Kugeln sollten auch möglichst dicht nebeneinander liegen, weil sonst kommt keine Kettenreaktion und ihr braucht zig Zündschnurren oder eine komplett durchgehende. Jetzt kommt euer Sternchenfeuer zum Einsatz. Natürlich möglichst nah an die Kugeln kleben. So dass natürlich auch ein Ketteneffekt zustande kommen kann. Dann die andere Pappe oben drauf. Und theoretisch gesehen könnt ihr das jetzt nochmal mit Klebeband umwickeln, wenn ihr das für nötig halten solltet. Im Anschluss zeige ich euch mal die Variante jetzt ohne halt die Pappe.